Kopf, es fühlt sich an, als ob mein Kopf explodiert. Meine Kumpels hatten Spaß, ich bin komplett dekoriert. Und ich schaue in den Spiegel, was ist eigentlich passiert? Denn überm Arsch hab ich ein Arschgeweih tätowiert. Besoffen Autofahren ist doch okay, wenn man sich anschnallt. Dachte ich doch, jetzt brauch ich glaub ich einen guten Anwalt. Meine Nase ist gebrochen, Mann, wie schmerzhaft das ist. Ja, der Türsteher war anscheinend stärker als ich. Und die Olle neben mir, die sieht aus wie Thomas Gottschalk. Wie hab ich mir die denn schön gesoffen, Mann, ich kotz bald. Mann, ich trink nie wieder, auf jeden Fall eine Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall bis nächsten Freitag. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach. Oder einfach im Koma. Und steck mir so ne Scheiße. Leg mir Splitter nackt und pleite. Sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Ich mach ein Auge auf, das andere geht nicht auf. Alles dreht sich und ich glaub, mein Bett bewegt sich auch. Erstmal steh ich auf, doch das geht nicht. Au, ey, Mann, was soll das? Da guckt ein Katheterschlauch aus meinem Penis raus. Verdammt, wo bin ich? Und warum bin ich stinkbesoffen? Warum trage ich dieses blöde Kleid mit hinten offen? Warum fühlt mein Kopf sich an, als ob mein Block dagegen knallt? Ich geh zum Spiegel, oh mein Gott, ich hab ein Weh am Hals. Dieses Gesaufe ist nicht gut für meine Leber, klar. Doch jetzt hab ich eine große Narbe da, wo meine Leber war. Egal, sie können die Leber haben, dann muss ich wen ja tragen. Mach mir nichts, ist ganz okay, doch bitte kann mir jemand sagen. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach. Oder einfach im Koma. Und steck mir so ne Scheiße. Leg mir Splitter nackt und pleite. Sag mir, wo war ich in der Nacht? Ich war noch nie so drauf wie auf der Party. Ich konnte das nicht wissen, Mann, ich dachte, das sind Smarties. Ich kenn mein Feiern keiner warm, ich trink den Jägermeister warm. Das Letzte, was ich weiß, ist, wie man mich nach draußen schleift. Ich checke Facebook, was ist bloß passiert? Scheiße, ich wurde auf 130 Fotos markiert. Und eines dieser Fotos zeigt mich kriechend am Kudamm. Eines zeigt mich nackt am Potsdamer Platz. Erschreckend finde ich das mit mir am Steuer einer U-Bahn. Scheiße, Mann, ich krieg nie mehr einen Job in dieser Stadt und ich würde sagen, ich nehm keine Drogen mehr, wenn das nicht gelogen wär. Wo war ich in der Nacht von Freitag?